Yo Bros, und willkommen zu einem etwas ernsteren Video wieder von mir. Viele von euch haben vielleicht Mirkos Video gesehen. Er hat einen Real Talk zwischen der ganzen Situation zwischen ihm und Miguel gedreht und euch aufgeklärt, wie die Lage ist. Und in dem Video hat er gesagt, dass er und Miguel nicht mehr so gut befreundet sind, wie sie es vorher waren. Und dadurch sind auch so viele Leute auf mich zugekommen und haben mir in die Kommentare geschrieben: Dennis, was ist zwischen dir und Miguel jetzt? Weil Mirko und Miguel sind nicht mehr so gut befreundet wie vorher. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen von wegen: Dennis, du und Mirko lasst Miguel im Stich. Erst zieht ihr euch an seinem Fame hoch und jetzt macht ihr das Ganze ohne ihn hier. Und ich habe mich zu der ganzen Sache noch nie geäußert. Und das werde ich jetzt einfach in diesem Video mal machen, damit ihr einfach Bescheid wisst, wie es mit mir und Miguel auch aussieht und wie die ganze Situation allgemein aus meiner Sicht ist. Aber dafür müssen wir erstmal zurück in die Zeit 2014. Die Leute, die schon lange Abonnent von mir sind, wissen, wie das Ganze ist. Und zwar habe ich als erstes YouTube angefangen. Ich habe ungefähr ein paar Monate lang YouTube durchgezogen. Was heißt durchgezogen? Ich habe mein ein Video alle zwei Wochen gemacht, war viel mit Social Media aktiv und habe halt früh schon YouTube für mich entdeckt. Zu der Zeit waren Miguel und ich beste Freunde und gingen sogar in die gleiche Stufe auf der gleichen Schule, und zwar im Gymnasium Schloss Neuhaus. Ich war jetzt schon viel auf Instagram unterwegs, hatte 2014 schon über ein Jahr lang Instagram gemacht oder über zwei Jahre und hatte da schon eine Community mit über 40.000 Abos auf Instagram. Aus dem Grund habe ich auch damals beschlossen, mit YouTube anzufangen, weil ich da schon eine Reichweite hatte und somit mir das Ganze auch leichter gefallen ist. Ich habe halt damals meine Freunde gefragt, von wegen, soll ich mit YouTube anfangen? Und wirklich jeder war dagegen. Alle anderen Leute auf meiner Schule waren auch komplett dagegen. Sie haben sich schon darüber lustig gemacht, dass ich das machen will. Und mich hat das gar nicht gejuckt. Ich habe auf alle Meinungen geschissen und habe einfach mein erstes Video aufgenommen und das gedroppt. Und natürlich am nächsten Tag ging es schon los mit dem Hate. Und direkt Leute haben sich darüber lustig gemacht, haben meine Videos direkt auf dem Pausenschulhof angemacht, um mich so gesehen zu ärgern. Mich hat das Ganze gar nicht gejuckt. Ich habe auf die Meinungen komplett geschissen. Ich wollte einfach mein eigenes Ding machen. Und jetzt sieht man auch, wo ich mit dem Ganzen hingekommen bin. Wie schon gesagt, zu der Zeit waren ich und Miguel schon beste Freunde. Und Miguel hat halt gar nichts mit Social Media zu tun. Und dann fing es schon an. Ich dachte mir, wie cool wäre das eigentlich, wenn mein bester Freund auch mit YouTube anfangen würde und auch in diese Szene reinkommt, Social Media, wie ich. Miguel fand das dann mit der Zeit auch cool und wollte dann auch sowas anfangen zu machen. Und das Ding ist, Freunde, das müsst ihr euch merken, Miguel hat schon ungefähr ein Jahr lang davor einfach mit seiner kleinen Kamera damals einfach lustige Videos gedreht, sie auf seinem kleinen MacBook iMovie geschnitten und uns, seinen Freunden, dann gezeigt und für unsere Reaktion halt diese Videos gemacht. Natürlich nicht vergleichbar zu unseren heutigen Videos oder zu den YouTube-Videos, die wir damals gedreht haben, aber einfach kleine lustige Videos. Und somit kam es halt, dass Miguel wegen mir mit YouTube angefangen hat. Das war's auch schon von meiner Seite. Ja, das war's auch schon. Wie ihr seht, sind wir ganz schön nass geworden. Hier geht's zum Miguel Channel. Und ja, das war's auch schon. Ciao. Ich muss kurz dazwischen was sagen. Unsere Gefühle füreinander. Dennis blendet hier das Instagram-Pic von Miguel Dennis Army ein. Unsere Fanseite. Es ist rausgekommen, Leute. Unser Fotoshooting, unser geheimes Fotoshooting für Calvin Klein sollte eigentlich erst nächstes Jahr rauskommen. Jetzt hat sie das Foto schon vorher gefunden. Ganz ruhig veröffentlichen. Leute, wir wollen euch was sagen. Miguel Dennis Army, es ist alles wahr. Mendes. Hey, wenn man den ersten Buchstaben von meinem zweiten Namen nimmt und den mit dem ersten Buchstaben von deinem Namen ersetzt, das kommt raus. Wow. Mendes. Wow. Der Moment, als ich Miguel gesagt habe, dass ich auf Instagram und alles gehackt wurde, Miguels erste Nachricht war: Digga, ich weiß, das passt gerade nicht, aber ich bin jetzt Fame, meinst du? Für einen kurzen Moment! 3 Tage, 24 Minuten und 12 Sekunden war ich Fame als Dennis. Was so? Auf jeden Fall danke euch alle für die 10.000 Abos. Ich weiß, das war jetzt irgendwie nicht so das perfekte Abo-Special. Es war ja eigentlich war schon eigentlich eine so ernste Story. Das war fast das Ende von ihm. Das war einfach so, ich von krieg's uns. Und so ging das erstmal fast ein Jahr weiter. Ich hatte meine 20.000 Abos Vorsprung. Er hatte seine ungefähr 3.000 Abos oder 2.000. Und dann ging es los. Miguel hat eine Challenge gemacht
für Ape Crime. Damals hieß es Two Guys, One Bed. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer sich daran erinnert zu der Zeit. Und Miguel hat diese Challenge mitgemacht, hat das Video an Ape Crime geschickt per E-Mail. Und die haben einfach auf Miguel dann reagiert und Miguel so gesehen gepusht. Yo Leute, was geht? Ich bin Miguel Pablo, bin 16 Jahre alt und komme aus Paderborn. Und meine Wette ist, dass ich, also ich zeig's euch mal, wir haben hier 3 Chili-Choten. Und zwar, meine Wette ist, dass ich diese 3 Chili-Choten innerhalb von 10 Sekunden esse. Und das sind nicht ganz normale Chili-Choten, sondern sind das die Thai-Chili-Choten. Das ist die zweitschärfste Chili-Chote, die ihr im Internet finden werdet. Der gute Pablo will... Dadurch hat Miguel den ultimativen Abo-Zuwachs bekommen. Und zwar 3000 Abos hat er dadurch bekommen. Und das war für uns damals die Welt. 3000 Abos durch so eine Sache war für uns zu krank einfach. Dann hat er meine Sneaker-Video gedroppt. Und das war das allererste Video von Miguel, was viral gegangen ist. Ungefähr 50.000, 60.000 Klicks hatte das. Das war krank zu unserer Zeit damals. Immer mehr Leute haben auf Miguel reagiert. Und somit kam der ganze Miguel-Pablo-Hype auf YouTube. Miguel hat mich dann innerhalb von 2 Monaten so schnell überholt. Ich bin bei den 30.000, 40.000 Abos stehen geblieben. Miguel hatte schon seine 100.000. Dann ging er auf die 200 und ich hatte nicht mal meine 100 erreicht. Versteht mich nicht falsch, ich habe das Miguel am meisten gegönnt. Mich hat das gar nicht gejuckt, dass er mehr Abos hat oder sowas. Die Sache wollte ich euch einfach mal erzählen, da das viele von euch gar nicht wussten. Und jetzt erzähle ich euch mal die ganze Situation, wie es zurzeit mit mir und Miguel und Mirko ist. Ihr wisst ja, ich und Mirko wohnen jetzt in Berlin. Wir haben hier unser Endzone-Haus. Und Miguel ist immer noch in Paderborn bei seinen Eltern. Und das liegt größtenteils daran, dass Miguel wirklich in dieser Krankheit feststeckt. Er kommt da nicht raus. Anfangs war Miguels Lage so krank schlecht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich möchte darauf weiter auch gar nicht eingehen, was da genau für Sachen passiert sind und sowas. Dann innerhalb von einem halben Jahr hat sich die Lage deutlich verbessert und jetzt ist es leider deutlich schlechter geworden. Und das Ding ist, man kann Miguel einfach als Freund, als bester Freund, kein Stück helfen, diese Krankheit zu besiegen, weil das einfach eine Krankheit ist, die in seinem Kopf ist und die seine ganze Wahrnehmung verändert und ihn einfach ganz anders macht, als er eigentlich ist und war. Und jetzt lasse ich einfach in diesem Video die Bombe platzen. Miguel wollte ins Haus reinkommen, er sollte auch reinkommen und er war auch von Anfang an eingeplant. Aber im letzten Moment hat Miguel einfach beschlossen, dass er es nicht schaffen würde, wegen seiner Krankheit hier ins Haus einzuziehen. Und deswegen ist es das Beste, was wir als Freunde tun können und ihm diese Zeit geben, die er braucht, um wieder gesund zu werden. Und versteht mich und Mirko nicht falsch, unser Leben geht hier jetzt in Berlin weiter. Und Miguel will erstmal nicht seine Freunde oder sowas um ihn haben, er braucht seine Zeit alleine, um gesund zu werden. Sonst würde sich vielleicht alles noch mehr verschlechtern. Ich weiß es nicht, was genau in seinem Kopf abgeht. Keiner kann das genau sagen. Wirklich nicht mal er selbst kann das sagen. Und das wollte ich einfach mal in diesem Video hier klarstellen, damit ihr nicht weiter in die Kommentare irgendwelche Fragen habt und damit jetzt alles geklärt ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim neuen Video von mir. Ja, haut rein.